Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Factory Town auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge, die erste der zweiten Staffel, haben wir die Basics gemacht, ein bisschen gestartet. Wir haben bereits einen guten Holzbestand, Steine auch. Ziegelsteine haben wir keine. Omnistone schon gar nicht. Und gelbe Münzen haben wir auch bekommen. So, es gibt da noch ein Rätsel. Und zwar ist da einer, der Bretter zum Markt bringen soll. Und der Markt nimmt diese Bretter nicht an. Das wollte ich nur mal schnell testen. Wenn ich jetzt die Bretter direkt von hier zu einem Haus, was Bretter braucht, bringen lasse, dann nimmt der an. Hä? Das kann es ja nicht sein. Kann der Markt nur noch Nahrung? Da gibt es irgendwo eine Hilfe. Das ist jetzt eine ganze Lebensmittelmarkt. Er heißt ja auch so. Und er kann hier laut Information auch gar nichts mehr annehmen, was das betrifft. Wir haben ja hier eine Hilfe. Jetzt gehe ich da mal nach... Können wir da mal schnell schauen? Genau, er verkauft die automatisch. Gibt es denn auch was automatisch Holz liefert? Der Maschinenhalle. Verpacker, den kennen wir, glaube ich. Das ist das haben einfach alle ein bisschen speziellere Skins jetzt. Das ist leider so. Gemischtwarenladen. Kleidung, Baulieferungen und andere. Okay. Wir brauchen also für das den Gemischtwarenladen. Und dass wir jetzt diese Häuser hier beliefern können, müssen wir für jeden einen Arbeiter anstellen. Natürlich ein bisschen anstrengend hier. Mal schauen, wie das aufgeht. So, auf jeden Fall rät er uns als nächstes die Scheune zu bauen. Die haben wir noch nie gebraucht. Waggons können wir jetzt auch bauen. Und hier die Scheune. So. Die Sache ist die, zum aktuellen Zeitpunkt habe ich da nicht groß eine Verwendung dafür. Was man natürlich sagen kann, ich kann die hier hin platzieren und dann kann ich die hier durch eine Rutsche anschließen, so. Und dann können wir sagen, der da legt das hier drin ab. Der legt es hier drin ab, so. Und dann rollt das Holz hier automatisch über die Rutsche in die Fabrik hier rein. Das können wir machen. Wir könnten natürlich auch eine automatische... Geht das auch? Müsste fast. Wenn ich jetzt hier, wenn der mal weggeht... Das Problem ist, da ist... Da kann ich nichts passieren. Also rausgeben geht nicht, es geht nur... Also ja, da geht es ja auch. So gesehen. Aber dort anscheinend nicht. So, Wagen können 4 Elemente gleichzeitig bewegen, aber sie können keine Elemente ernten. Sie bewegen sich auch viel schneller auf Steinstraßen. Produziere 4 Holzräder an ihrer Werkstatt. Bringen sie die Holzräder um ihre Basis oder eine Scheune, also die deutsche Übersetzung geht so. Gemeinsam Inventar haben, genau. Und dann sollen wir den Wagen auswählen. So, als erstes müssen wir da noch ein Wohnhaus hinsetzen. Genau. Und dann wählen wir hier den Wagen. Ich muss mal schnell schauen. Die Hotbars müssen wir auch nochmal einrichten irgendwann. Dass ich da alle wichtigen Dinge habe. Man kann die auch ausblenden, die Hotbar mit H. So geht das. Eine Option, um das Ganze hat auszublenden, habe ich jetzt noch nicht gefunden bis jetzt. So, wir brauchen dafür 10 Bretter. Und wir haben keine Bretter, weil wir die alle hier verteilen. Das ist natürlich sehr suboptimal. So, dem habe ich wieder... Ah doch, der hat den Auftrag kapiert. Dann ist er nicht schlecht. Die können später hier die Bretter wieder haben. Haben da natürlich mehr Zufriedenheit, aber wir haben immer noch keinen Produktionsbonus. Also von dem her geht es noch. So, jetzt seht ihr, rutscht das hier rüber wie nix. Und die kommen kaum dazu hier... das zu produzieren. So. 8 Bretter.
Aber Holz stapelt sich auch so recht gut an. 10 Bretter. So, da haben wir jetzt einen Wagen. Bist du zufrieden? Hoffe es doch. Und jetzt stelle ich ein, der Wagen, der holt hier Bretter ab und bringt die in die Base. So, dafür können wir jetzt mindestens einen Arbeiter hier sparen, der wieder hier oben Getreide ernten geht. Eigentlich können wir alle sparen. So, da geht der auch mal Getreide ernten. Weil der Wagen hat 4 Plätze und der mag gar nicht 4 produzieren. Der hat ja 3 Sekunden. Das wären 12 Sekunden und der ist keine 12 Sekunden unterwegs hier. Das ist er einfach nicht. So, was möchte er jetzt? Die Arbeiter können gerichtet werden, um Gegenstände in Rutschen abzuschneiden. Natürlich Ressourcen wie Getreide, Holz und Steine sind alle kompatibel mit Pritschen. Also es stehen irgendwie 100 Bezeichnungen für dasselbe. So, und jetzt sollen wir einen in die Rutsche rein bewegen. Das könnten wir hier zum Beispiel machen. So zum Beispiel. Und dann legt der die da rein. So. Und das Game hat das schon kapiert. So schnell ging's. Und der legt die auch da rein. Und dann seht ihr, dann fährt das hier durch und wird dann automatisch in die Fabrik reingemacht. So, wenn ihr Fragen habt zum Spiel, dann dürft ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Das Spiel ist seit gestern oder so auf Steam verfügbar. Also auch zum Kauf erhältlich für um die 20 Euro. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann dürft ihr mich gerne fragen. Ich helfe euch da gerne weiter. Ich kenne es relativ gut. Das haben sich einfach die neuen Funktionen, die kenne ich nicht so, wenn ich ehrlich bin. So, und die Mühle, die ist an ihrem... Die ist leider ein bisschen überlastet. Okay. Dann soll jetzt einer wieder Bretter rübergeben. Wenn das schon zu viel war. Wir können alternativ hier auch die Arbeiter höher stellen. Und dann ist die Geschwindigkeit schneller. Das kostet uns aber Arbeiter. Und aktuell haben wir nicht so viele zur Verfügung. Wenn ich da ehrlich bin. So, also... Der Steinmason. Wer sich Stein in Stonebricks, die für fortgeschrittene Gebäude und Straßen verwendet werden können. Und die Wagen können dann schneller fahren. Sollen wir dann Steinmetz bauen? Steinmetz hier. 40 Steine kostet der. Der ist schon recht teuer. Und wir brauchen oder müssen ein Haus verbessern. So. Ich sage aber damit nicht natürlich, dass ich mich so gut mit dem Game auskenne, dass ich hier das beste Spiel abliefere, das ihr gesehen habt. Das möchte ich nochmal anmerken. So ist es nicht. So, den setzen wir dahin. Und jetzt haben wir Straßen, Steinmauer, Straßenrampe, Steinbrücke, Steinpfeiler, Steinbogen, Steinbank. Steinbank. Die ist sicher bequem. So, wir können jetzt hier drauf gehen und sagen... Er kann später auch polierte Steine, wir hätten gerne Ziegelstein. So. Jetzt sagt er wieder, wir sollen die Basis verbessern und dafür brauchen wir 20 Ziegelsteine und 5 Zufriedenheit. Und ich würde das jetzt folgendermaßen anstellen. Ich würde hier den Ausgang... Ja toll, habe ich jetzt den gerade... Konnte man die versetzen? Man konnte sie drehen? Genau, weil jetzt habe ich hier den Ausgang. Und könnte da, wenn wir jetzt hier so ein Podest machen, über den Fluss hinweg... Ah, der ist nicht kompatibel. Sehr schön. Okay. Das war diese Taste. Das war X zum Abbrechen. Gut. Aber ist gut, sagt er einem das, denn ich hätte es nicht gerafft. So, der da gibt jetzt Steine hier rein. Das ist ja nicht weit. Der hier hat die Produktion so gesteigert, dass die 4 wieder nicht mehr nachkommen hier. So, das passt schon so. Der da geht ebenfalls hier hinten hin und macht da Steine rein. Der auch.
Wir bleiben jetzt mal bei den 42 Steinen, die wir in der Base haben. So, sobald er 4 Steine hat, produziert er einen Ziegelstein. Und dann basteln wir da wieder einen Wagen zusammen. So, der dann hier hinten Ziegelstein abholt und in die Base bringt. So. Kostet natürlich wieder Holz, jetzt hier einen Weg zu machen. Ist aber gerade mal das Einfachste so. Dann brauchst du die Brücke über den schönen Fluss jetzt nicht, dann können wir den noch ein bisschen erhalten lassen. Gut. Und das nächste Ziel ist, die Basis abzugraden. Um Glück zu erhalten, müssen wir die Häuser mehr versorgen hier. Und da könnten wir zum Beispiel mal Bretter hierhin liefern, dass der mal was anderes hat da. Ansonsten sollten die eigentlich, wenn ihr seht, da oben beim Essen, sind die relativ gut versorgt. Was andere Teile angeht, nicht so gut. Wir können das mal verbessern und verbessern. Jetzt haben wir Glück. Acht, jetzt bräuchten wir nur noch 20 Steine. Die uns hier noch fehlen. So. Boah, Alter, wir haben ja hier Holz gesammelt, wie... ihr seht es. Der verarbeitet ja nur eine gewisse Sache. Und dank der Scheune können wir da so viel vorbunkern. Das ist unglaublich. Hat er noch einen anderen Output? Nicht, hä? Wir könnten da mal ein bisschen was ablassen. Wenn ich jetzt sage... Das funktioniert so nicht. So, jetzt gehen wir darüber und gehen bei uns in die Base. Dann seht ihr, zählen die hier hoch oder hoffentlich hoch. Ja, hier zählen sie auf jeden Fall hoch. Und der könnte mal wieder ein paar Bretter mitnehmen und da. Dann gibt es nämlich hier in dieser Scheune wieder Platz und sie stauen sich da nicht an, sondern können nach und nach Holz ernten. Und das Interessante ist jetzt gerade, die Fabrik wird trotzdem gefüllt. Alter, ist das... Das hätte ich jetzt wieder mal nicht erwartet, aber trotzdem, das Game macht es möglich, auch wenn es jetzt ein bisschen buggt da halt und so, aber trotzdem, das Game macht es möglich, die Fabrik wird gefüllt, ich kann aber trotzdem alles in meine Base leiten und die Base kann geupgradet werden. Wir haben wieder 4 Plätze mehr für Häuser, haben wir geschafft, danke dir. Allgemeine Ware, Speicher, kann automatisch verkaufen, Planks, Stone Bricks und andere Gebrauchsgegenstände zu dem nahegelegenen Häuser. Ah, jetzt dürfen wir endlich den Gemischtwarenladen platzieren. Sehr schön. Darauf habe ich gewartet. Straßen können wir jetzt auch bauen. Wie viele Steine habe ich? 8. So, da seht ihr, der fährt deutlich schneller hier. Habe ich da gerade einen Bug gesehen? Oh ja, ich habe da gerade einen Bug. Er zieht mir nämlich nicht so viel ab. Jetzt so, das wären ja 2, 4, 6, 7 Steine. Jetzt könnt ihr schauen, zählt nur als einer. Wenn ich so platziere, zählt es auch als einer. Ja, das ist ja praktisch. Dann legen wir hier erstmal ein bisschen Steinplatz an. Denn auch die Leute rennen auf dem natürlich schneller. So. Ja, man muss es auch nicht übertreiben. Und hier auf den Schrägen ist es leider nicht möglich, aber da ist es möglich. Gut. Okay, was braucht der liebe Gemischtwarenladen? Der braucht 10 Ziegelsteine und 10 Bretter. So, ja, jetzt müsste der mal wieder aufhören. Und der müsste auch wieder mal... Also hier. Hallo, stopp da. Sonst kriege ich nie 10 Bretter, wenn wir die immer irgendwo verbrauchen. Da. Oh, und die da oben haben nichts mehr zu tun. Oha. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Jetzt ist die Frage, wie weit ich da mit so einer Rinne oder Rutsche komme. Vielleicht hier.
Ja, jetzt habe ich keine Holzbretter mehr. Sehr schön. Aber wenn ich die abbreche, bekomme ich wieder zurück. Das ist sehr schön. So, also bis hierhin reicht es schon mal. Und ihr seht, wenn ich jetzt auf den halte, dann schlägt er mir automatisch etwas vor. Also der überlegt auch noch was dabei. So, der scheint nicht weit zu kommen. So, wir müssen schauen, dass hier die Ernährung sichergestellt ist. Denn ihr seht, die haben alle kein Essen mehr und da geht natürlich die Zufriedenheit hinab. Was natürlich nicht schön ist. So, die stellen aber gerade laufend wieder her. Und das Gebäude ist langsam leer. Ich lasse noch ein bisschen weiterlaufen, denn wir haben hier so viel Holz. Das ist schon gut, dass die hier Holz holen. Hier einmal um die Kurve. Ja, ich denke, bis da oben muss man halt noch laufen. So. Es gibt übrigens sogar eine Option, um den aktuellen Track zu skippen. So, ich komme hier immer aufs Wasser. Also wenn einem der aktuelle Musiktrack nicht passt, kann man den sogar skippen. Interessant. Gut, jetzt ist er erstmal wieder versorgt. Wir stehen wieder nicht schlecht da, sag ich mal. Also. Gemischtwarenladen. So, der hat natürlich auch wieder einen Umkreis und es wäre praktisch, wenn er in der Nähe ist des anderen, dann können wir die immer zusammen verwalten. Jetzt haben wir da leider die Werkstatt bereits hingesetzt. Da drin wäre noch ein Platz. Oder hier. Wobei dann mein Straßenkonzept nicht eingehalten wird. Oder hier. Ja, hier würde auch noch gehen. Ich denke, wir setzen die mal da. Ah nee, dann kann ich die Häuser nicht hier vervielfachen. Passt genau nicht rein. Richtig toll. Ja, ich möchte nicht unbedingt hier die Straße um die Base herum versperren. Wir haben ja das. Ja gut, komm. Oder ich kann ihn als Haus reinstellen. Na cool, hierhin. So, der Gemischtwarenladen. Ah, und hier können wir können nämlich sogar an die Bewohner Schienen und Conveyor und alles mögliche liefern. Alles, was wir gerade nicht brauchen, kann da abgegeben werden. Sehr interessant. So, jetzt gehen wir hin. Der da, der nimmt jetzt hier Bretter und bringt die an den Gemischtwarenladen. Ja, und einer reicht da eigentlich. Der da kann hier hinten noch helfen gehen. So. So, das ist bald leer. Hat auch automatisch da die Verbindung abgebrochen, so wie es aussieht. Was ich gerade sehe, mein schöner Fußboden wird auch abgerissen durch das. So. Aber das ist auf jeden Fall eine Option. Jetzt können wir das Gebäude da wieder ansteigern lassen und wir haben einen sehr guten Holzbestand. So, verschiedene Arten von Waren verdienen verschiedene Währungen, die Sie für Forschung und spezialisierte Gebäude benötigen. Klicken Sie auf die Wirtschaftsregisterkarte in der unteren Symbolleiste, um den Wert der Währung aller verkaufbaren Waren zu sehen. Geben Sie einen Stone Brick zum General Goods Store, also zu dem da, oder verkaufen andere Red Münze produzierten Artikel. Also die deutsche Übersetzung geht so bis jetzt. Das ist die Arbeiterübersicht. Hier sehen wir, was jeder macht gerade. Interessant. Das ist das geteilte Inventar. Das ist eigentlich alles, was hier dabei ist. Plus die Scheune, die zählt auch dazu, soviel ich weiß. Und da haben wir die Wirtschaft. So, Getreide, Kategorie 10%, eine Münze. Mehl, 5 Münzen, Brot, 12 Münzen, Sandwich, 30 Münzen. Und dann haben wir für rote Münzen, haben wir alles dieses Fleisch. Dann hier Beeren und so ist wieder gelbe Münze. Das ist wahrscheinlich die Sättigung der Bewohner, die das auslöst. So wie ich das sehe.
Da kommen hier die Bretter, 20%, Ziegelsteine sind rote Münzen. Wir könnten auch Wolle und Stoff geben oder anderes, aber wir haben gerade nur Ziegelsteine. Okay, hier Ziegelsteine, dahin. Und mit den Ziegelsteinen, hier wollte ich hin. Ah, es bleibt sogar gespeichert, wo man war. 20%, also gleich viel wie bei den Holzscheitern. Nur kriegen wir dann rote Münzen raus. Seht ihr hier? Ja, genau, das ist Construction und Performing Research. Also, so, ah, das steht bei allem. An Schulen lassen sich viele neue Gebäude und nützliche Technologien erforschen. Okay, jetzt sollen wir eine Schule bauen. Die Frage ist hier immer, wo baut man die hin? Denn man muss möglichst zentral sein, um die Produkte dahin zu bekommen. Und ich würde die jetzt einfach mal hier noch mit Abstand. Die ist kein Waterlock-Gebäude. Würde ich die hier hinsetzen. Und wir haben jetzt das Papierrezept erforscht. Sehr schön. So, mal schauen, was er jetzt will von uns. Das Sägewerk kann nun Papier herstellen, dieses erfordert Wasser, das Rezept. Genau, deshalb haben wir das Sägewerk direkt ans Wasser gebaut, dann wird Wasser nämlich automatisch gepumpt. So. Genau, das konnten wir von Anfang an. Und jetzt sollen wir im Sägewerk Papier herstellen. Genau. Da schauen wir dann weiter in der nächsten Folge. Wir können hier schon ein Rezept auswählen. Aus irgendetwas, da brauchen wir dafür dann Schreibzubehör wie Papier, rote Münzen und das ist die Produktionszeit. Und ihr seht, wir brauchen dafür alle möglichen Münzen. Also wir müssen hier verschiedene Produkte verkaufen, damit wir da forschen können. Sehr interessant. So, ja, ich nehme mal das da als Bild. Danke vielmals fürs Zuschauen, das Gebäude sieht sehr cool aus. Bis zur nächsten Folge, tschüss!